Die Silke, deren Sohn dieses Video hochlädt, hat gefragt, ob es heute ein Special gäbe, anlässlich dieses Tages, dieses Ereignisses, früher morgen, anlässlich dieses Ereignisses, das heute stattfindet. Dann habe ich gesagt, könnte mir was überlegen. Und ja, es ist auch ein besonderer Tag, wirklich ein besonderer. Also ich bin 12:30 ins Bett gegangen, habe zur Feier dieses Tages eine Buttermilch getrunken. Eigentlich wollte ich mit einem Sekt anfangen, aber nach der Buttermilch hat der Sekt dann nicht mehr geschmeckt. Also ich hatte die Buttermilch schon aufgemacht, 11:45 und dachte ich, oh nee, na, jetzt noch ein Sekt drauf. Lassen wir das. Dann bin ich heute Morgen wach geworden, früh um 5. Keine Ahnung. Auf jeden Fall war parallel Emma wach, Sabine wach, vor deren Haus wir gestanden haben, weil Emma draußen Geräusche gehört hat und raus musste. Und dann hat sie mir halt geschrieben, oh, ich habe eine tolle Locke hier, wa? Hast du schon gesehen, meine Locke? Boah, krieg gar nicht mehr weg hier. Lassen wir sie also. Lassen wir sie wild hier liegen. So. Schreibt bestimmt Franziska wieder was. Die schreibt immer was, weil ich immer was zu den Haaren mache beim Video. Und sie schreibt mir dann gerne mal was Nettes dazu, ne, Franziska? Schöne Grüße in die Schweiz. Sie in den hohen Bergen. Und ich liebe, wenn sie Bilder reinstellt von den hohen Bergen, die verschneit sind und wie sie mit ihren Hunden die Berge hochläuft. Blauer Himmel drüber. Wirklich toll. Wo war ich? Ah, nee. Also ich werde halt um 5 wach, so, und danach konnte ich ja nicht mehr schlafen. Eine Weile mit Sabine geschrieben. Und dann habe ich mir einen Kaffee gemacht. Ja, so, dann habe ich eine Suppe gemacht und alles schön. Dann habe ich umgeräumt und habe festgestellt, ein Handschuh ist weg. Das ist eine ärgerliche Angelegenheit, weil es einfach kalt ist, ne? Und draußen und ohne Handschuh ist es einfach nur doof. Ne? Also einen habe ich, aber keine zwei. Ja, fing der Tag gut an. Dann mache ich meinen Gürtel zu und dann macht's ratsch. Und da hatte ich den Gürtel in der Hand. Gürtel kaputt. Hose rutscht, Gürtel kaputt. Tolle Kombination. Ich finde, das ist alles, passt alles hervorragend zu diesem besonderen Tag, den ich heute erlebe. Ja, eigentlich wollte ich auch an die Ostsee fahren, aber Julia ist krank geworden, mit der ich mich danach hätte treffen wollen. Da ich dann aber danach Richtung Rinteln fahre, mich dort mit einer netten Dame zu treffen, einer Frau. Dame klingt so. Dame klingt so nach meiner Mutter oder so. Ja, so ja. Also, mit einer netten Frau treffe. Habe ich gedacht, dann fahre ich eben heute nach Osten, nee, nach Westen, und gucke mal, wie weit ich komme. Komme ich aber nicht allzu weit, weil, wie gesagt, der Handschuh fehlt, der Gürtel, da bekomme ich jetzt gleich noch ein Geschenk von der Sabine, nämlich einen Gürtel. Das ist die Frage, ob dieser Gürtel dann auch meinen Körperumfang hat. Aber nichtsdestotrotz muss ich mir dann wohl ein paar Handschuhe kaufen, weil ein Handschuh reicht nicht aus. Oder ich trage meine Pantoffel oder so. Mal gucken. Ja, was soll ich sagen? Was soll ich noch zu diesem Tag heute sagen? Entschuldigung, meine Nase läuft. Hilde liegt da und schläft. Auch alles ein bisschen merkwürdig, findet sie. Ja, was kann ich noch so empfehlen für diesen Tag? Eine Geschichte. Ich lese eine Geschichte vor. Ich lese eine Geschichte vor und ich habe dann noch ein kleines Schmankerl. Und diese Geschichte heißt auch noch Unerwartet. Unerwartet. Keine Ahnung. Ah ja.
Na gut. Wie ich schon mal erzählt habe, bin ich immer noch, das war 2019, ehrenamtlich als Sozialarbeiter unterwegs im Netzwerk Nächstenliebe in Braunschweig. Ein Sozialwerk der dortigen Friedenskirche, meiner Heimatgemeinde, die auf einer interessanten Facebook-Seite die Möglichkeit anbietet, Gottesdienste anzuhören, was ich gerne genieße. Mache ich immer noch. Also die Braunschweiger Friedenskirche. Die hat auch eine. Ich bin nicht sicher, ob ich das damals richtig gesagt habe. Ich meinte, glaube ich, eher auf einer YouTube-Seite. Aber vielleicht haben sie auch eine Facebook-Seite. Einmal im Jahr treffen wir uns in einer intensiven, also im Netzwerk damals, Klausur im netten Ambiente. 24 Stunden lang mit knapp 2 Dutzend engagierten Menschen planen, überlegen, beten. An der Verwirklichung eines Traumes arbeiten. Menschen in der Stadt Braunschweig beratend oder auch im Landkreis, ne, beratend zur Seite zu stehen, unabhängig ihrer geistigen, sozialen und persönlichen Herkunft. Mathilde, die tagsüber im Bus gewartet hat, mache ich einen kleinen Spaziergang durch die waldliche Heide am äußeren Rande des Gebietes um den Wilseder Berg. Den Mittelpunkt des Naturparks Lüneburger Heide bildet der 169 Meter hohe Wilseder Berg. Er ist damit auch die höchste Erhebung der nordwestdeutschen Tiefebene. Vom Gipfel mit seinem Markstein erblickt man eine weite Wald- und Heidelandschaft. Bei klarer Sicht erkennt man die Spitzen der Hamburger und Lüneburger Kirchtürme. So viel aus einem Werbeprospekt über den Wilseder Berg in Wilseder. Der Tag ist grau und die Wolken hängen tief über einem gesichtslosen Land in ähnlichen Braun- und Grüntönen. Habe eine Empfehlung für einen Stellplatz zwischen den Orten Salzhausen und Westergillesen. Landschaftlich schön und einsam, an weitläufigen Feld- und Waldwegen gelegen, ist das heute kein guter Raum für mich, auch wenn andere Camper schon da sind. Ich muss mich mal entschuldigen. Ich glaube, ich muss mal. Mir läuft die Nase. Es ist so ein Tag, ne? Du willst von der Rolle so ein bisschen was nehmen und dann rollt sich die Rolle einmal komplett auf. So ist mein Tag heute. Na, Schussel hochziehen. Eigentlich wollte ich ja, dass du das nicht siehst. Jetzt hast du es doch gesehen. So, weiter geht's. Ah ja. Ich brauche eine bekannte Umgebung, in der ich auf altes Wohlgefühl zurückgreifen kann. Nach einer so intensiven und guten, mitmenschlichen Zeit ist das Alleinsein nicht einfach. Gleichwohl ich mich danach sehne, die Vorhänge zu schließen, um in unsere kleine Welt hineinzusinken, die Stunden innerlich aufzuarbeiten, mich wieder für Neues freizustellen. Anselm Grün sagt, glücklich sein hängt nicht davon ab, dass wir bekommen, was wir nicht haben, sondern wie gut wir nutzen, was wir haben. Wir haben uns für die Nacht auf dem wunderschönen Wohnmobilstellplatz an der Ilmenauer Halle in Wienbüttel südlich von Lüneburg eingerichtet, als hinter uns ein Auto parkt und Stimmen laut werden. Hilde beginnt tief und grollend zu bellen, sichert die Seitentür, der sich Schritte nähern, die ihren Namen rufen. Steffi und Gabi, die in der Nähe wohnen, haben mitbekommen, wo wir sind, sich gleich zu einem kleinen Besuch aufgemacht, ihre halbe Flasche Wein mitgebracht. Unerwartet schubsen die beiden mich aus meiner Stimmung ins Licht, als hätten sie gewusst, dass ich eine kleine Aufmunterung lieber Menschen benötigt habe. Noch eine Umarmung zum Abschied. Und der leichte Parfümgeruch bleibt im Raum. Sitze noch lange wach. Die Hilde hat sich schon längst aus dem Sack mit dem Bettzeug eingerollt. Nein, auf dem Sack natürlich. Der hinter dem Rücksitz steht.
Muss noch ein bisschen aufräumen, mein Roadbook ebenso wie die Ausgabenübersicht aktualisieren. 2019 habe ich mal, ich glaube, monatelang eine Ausgabenübersicht gemacht, bis ich festgestellt habe, ich komme mit meinem Geld völlig unproblematisch hin. Also auch schon 2019, wo ich ja noch häufig auf Campingplätze gegangen bin oder auf feste Stellplätze. In der Zwischenzeit sind meine Ausgaben, naja, sagen wir mal mit dem Benzin und wenn ich nicht gerade Riesenentfernungen fahre, 200 € in der Woche, inklusive allem. Kommentare und Nachrichten der letzten Tage beantworten. Das ist immer ein bisschen wie das Gefühl einer tatsächlichen Begegnung. Momente, keine Chance heute. Momente, die ich sehr mag. In der Nacht regnet es in meine Träume hinein und morgens sind die ersten Spazierwege nass und ungemütlich kalt im Wind. Wir finden den Fluss und seine kleinen Frühlingsboten. Habe eine Ta Kanne Kaffee gekocht und mich mit Jonas aus Hamburg, der unsere Geschichten mit der Ausstrahlung des kleinen Videos auf YouTube liest, in Aldenmedingen an der Kirche verabredet. Eigentlich in der Vorstellung, zusammen mit Hilde einen Spaziergang zu machen, aber die zieht die Gelegenheit vor, dass da mal ein ausgeruhter Streichler kommt. So fahren wir später zu den Königsgräbern in Hasel und zum Kloster in Medingen, das ich nicht wirklich finde, aber auf einem großen Gestüt lande mit einem schönen Haus aus dem Jahr 1668. Auch das Amtsgericht und einige andere Häuser in dem Sackgassenbereich sprechen mich in unterschiedlicher Weise an, so dass sich der Abstecher durchaus gelohnt hat. Müde fahre ich durch den Nachmittag über die B4 südwärts. Die traurige Regenlandschaft zieht unters Hemd und lässt Gänse über den Rücken laufen. Da braucht es gute Musik von Sinéad O'Connor. Nichts ist vergleichbar, wäre der deutsche Titel des Songs Nothing Compares to You. Ja, es macht immer Brumm Brumm im anderen Handy. Das ist auch heute anders als sonst. Und jetzt nehme ich mir dieses andere Handy. Nein, das brauche ich gar nicht. Das brauche ich gar nicht. Sondern ich benutze ein kleines Gebetsbuch jeden Tag. Lass dich beflügeln, heißt das. Und da gibt es kleine Gebete für, eigentlich für Begleitung von Menschen in sozialen Bereichen, also Pflegeheime, Krankenhäuser, wo auch immer. Das war auch ein Geschenk, das ich mal bekommen habe bei einer Klausur des Netzwerkes. Das mache ich übrigens seit 2020 nicht mehr. Also ich bin seit 2020 komplett daraus, weil ich einfach so weit weg bin von diesem aktuellen Tagesgeschehen und auch ehrenamtlich da gar nicht mehr tätig sein kann. Oder auch nicht mehr will, glaube ich. Also ich habe das bekommen und ich lese jeden Tag, wenn ich es dann schaffe, jeden Tag hier drin. Und es gibt ein Gebet dort drin, mit dem ich mich heute für nette Post bedanke, bei jedem Einzelnen. Und will ich das heute auch mal auf diesem Kanal machen. Also das kommt aus dem, ich will nichts Falsches sagen, EG. Das glaube ich, mal gucken, ob ich, wenn man sowas veröffentlicht, muss man ja auch irgendwie sagen, wo es herkommt. Steht aber nicht hier drin. Hä? Wo steht denn das denn? Ach, da gibt es so eine.
Da kann ich auch gar nicht lesen. Was hatte ich jetzt hier für eine Seite? 84. Kann ich 84, 84, liebe Zeit, das ist gar nicht so einfach. Das finde ich gar nicht. Also, es heißt hier EG Bayern Schrägstrich Thüringen 830.1. Das ist vielleicht ein Gebet aus dem evangelischen Gesangbuch. Vermutlich. Heute, mein Gott, will ich dir danken für die bisherige Lebenszeit mit allem, was sie mir gebracht hat. Ich danke dir für die kleinen Freuden des Alltags. Für jeden Baum, jeden Strauch, für den Gesang der Vögel in den Zweigen, für die Menschen, die mir begegnen und die zu mir gehören. Es ist noch so viel, was mein Leben reich macht. Erhalte mir, Herr, ein waches Bewusstsein für den Reichtum meiner Tage. Ich will nicht klagen über das, was mich beschwert. Freuen will ich mich, dass ich deiner Treue gewiss sein darf und deiner Vergebung. Hilf mir, dass ich den Menschen meiner Umgebung mit offenen Augen begegne. Ich weiß nicht, wie viel Zeit du mir noch zumessen wirst. Darum will ich dir danken, Gott, für jede Stunde, für jeden Tag und jede Stunde, die du mich leben lässt. Amen. Ja, dann habe ich noch ein kleines, nämlich meine Geschichte, die ich heute veröffentlicht habe. Die habe ich halt gestern, also gestern Nacht, gestern geschrieben, gestern Nachmittag, abends, und habe die dann um 0.15 Uhr veröffentlicht. Und und eigentlich hat es damit zu tun, mit dem, was ich heute feiere, aber was ich im Grunde auch jeden Tag meines Lebens feiere. Genauso wie ich dieses Gebet im Grunde auch jeden Tag lesen kann. Weil jeden Tag ist ein neuer Tag. In diesem Monat denke ich viel über Jahresringe nach, über vollendete Kreise und angefangene Wege, über einen Zeitraum von 365 Tagen und Geschichten und wie es mir immer am ersten Morgen des neuen Jahres geht. Da sind wir in Mont Blanc, nicht weit von Béziers und Narbonne, zwischen den Weinreben und der Stille eines weiten Himmels aufgewacht, mit netten Nachbarn und einer Sonne des Südens, deren Weg wir bis ans Meer verfolgt haben. Jetzt blickt dicht der Elbe, wenn wir auf dem Deich übers Land schauen, müssen wir unsere Sachen wieder zusammensuchen, die in der Ferienwohnung verteilt sind, die uns ein lieber Mensch zur Verfügung gestellt hat. Lediglich die Putzfrau, die früh am Morgen kommt, muss ich bezahlen. Wir haben einige Spaziergänge mit unseren Hunden in dieser Woche gemacht, Geschichten miteinander geteilt und von Spanien gesprochen, in denen ja waren wir einander mal ganz nah gewesen, aber selbst am Meer sind die Wege oft nicht passierbar. Gefühlt spielte sich das in einem anderen Jahr ab, obwohl es lediglich nicht mal ein Dutzend Monate her ist. Ob ich da schon was vom Enkelzwerg wusste, der im August geboren wurde? Spannende Frage. Wie viel wir uns tatsächlich merken können? Jeden Tag notiere ich das Wichtigste in ein Roadbook, ziemlich sicher, dass ich vermutlich nie die Zeit finden werde, es zu lesen, weil das aktuelle Leben so spannend ist. Natürlich könnte ich jetzt nachschauen, wenn ich eine Information brauche, ob ich sie wirklich benötige. Wie wichtig ist vergangenes Wissen tatsächlich? Reicht nicht ein Gefühl, eine ungefähre Ahnung aus?
Der Spaziergang von gestern hilft Hilde in ihrem heutigen Bedürfnis, selbst in der Erinnerung nicht. Trotzdem sind diese Erinnerungen punktuelle, glückliche Momente, wenn sie den Ort, die Menschen wiedererkennt. Zuerst mit der Nase, dem angeborenen Instinkt, dann mit den Augen. Vielleicht trägt sie auch sie eine Art von Jahresringen in ihren Sinnen, dieses »Hier war ich schon mal« Gefühl, meist mit positiven Erfahrungen verbunden. Vermutlich speichert sie auch genauso die negativen Erlebnisse, die tatsächlich fast nur mit anderen Hunden zu tun haben. Wenn sie einen weiten Bogen macht, ihre Nackenhaare sich sträuben, ungeahnte Wut sie überkommt. Ob sie Furcht hat, diese aber immer hinter ihrer Wachsamkeit, ihrer Verantwortung für mich stellt. Ich lerne viel von ihr, und wenn ich nachdenke, dann sind all die schönen, die positiven Erlebnisse in meinem Kopf. Auch das Traurige, wenn jemand weggeht, den wir verabschieden, weil der Horizont zu weit ist. So ist jede Begegnung auch ein kleiner Abschied. Darüber bin ich mir schon lange im Klaren, besonders seitdem wir auf dieser Reise unterwegs sind. Jahresringe. Der Baum wächst im Verborgenen. Erst wenn er gefällt wird, sehen wir die Geschichte seines Wachstums. Vielleicht auch seine besonderen Ereignisse. Momente großer Einschnitte. Ob man auch später noch sehen kann, wenn ihn jemand umarmt hat, an seinem Stamm weinte oder seinen Lebensschmerz in die Nacht geschrien hat. Letztendlich ist nichts im Blick zurück wichtiger als im gegenwärtigen Ereignis. Am Morgen sind die Fenster vom Bus vollkommen zugefroren. Jetzt mit der Sonne ist der Blick klar. Vielleicht noch ein bisschen verwaschen von den Tropfen, die das tauende Eis gebildet hat. Sind auch diese getrocknet? Wer erinnert sich dann noch an das frostige Schaudern, das mich in der dunklen Nacht erfasst hat, als ich das erste Mal hinausgeschaut habe? Ja, was auch immer mein Tag heute ist, ich feiere es irgendwie. Ich feiere es mit Fahren, ich feiere es mit tollen Nachrichten, ich feiere es mit einer Zeit mit Hilde. Und wenn ich gleich noch einen Gürtel kriege, dann verliere ich auch dabei die Hose nicht. Bis bald.